8 Max 60. Is that all, man? Hey, was meinst? Nix ausstecken. Take me to the Florianstrasse. Ah, das meinst du, Patsy, die Florianstrasse. You got it. Ich versteh schon. So ist auch der Freude dran. Seems like the rain falls forever on the love, the love, the love, the love of a man. Just walking around. Dann flüsterte mir ins Ohr, er ist ein Schmetterling und ich seine Orchidee. Ein Schmetterling? Der Carlos. Ein Hascherl ist da. Aber oft ist es auch unheimlich schön mit ihm. Hello, ladies. Hello, Peter. Hello, sweetheart. Cool down, man. Betty, baby. Walking around, walking around. Ciao, Rita. Bis nachher, Rita. Hi, Bobby, baby. Hello, Blondie, baby. This time, Bobby, baby, love or... Wow. Love and stuff. Hot stuff. Okay, baby. Jump in. Na komm schon. Let's do it again, baby. Hey, los. Hallo, Orchidee. Du siehst ja, bist ja völlig daneben. Die Rita, da vorne am Stand, diese Schweine. Was für Schweine? Was ist mit Rita? Sie haben sie völlig fertig gemacht, Herr General. Ich habe mich sowieso schon gewundert, dass Sie ihr nicht schon früher einen Denkzettel verpasst haben. Wieso ein Denkzettel? Na, weil sie den Stoff, den sie für die Organisation dealt, heimlich gestreckt hat. Der Überschuss davon ist in ihre eigene Tasche gewandert. Ach, scheiß doch drauf! Die Rita liegt auf der Straße und kann jeden Moment verrecken. Wir müssen die Polizei holen. Jetzt lass uns erst mal reingehen. Was trinken. Und machen einen Mantel zu. Was fährst du denn so schnell? Na, nee, so halt. Warte noch, bis die Polizei erwischt. Wer zahlt denn das eigentlich, wenn die Polizei aufschreckt?
du? Macht Spaß, wenn man boshaft sein kann. Gell, Herr Faltermeier? Ja, es gibt nichts Schöneres, Herr Brettschneider. Bavaria 0192, bitte kommen. Hier Bavaria 0192, was gibt's? In der Florianstraße ist jemand überfallen worden. Das ist doch ganz in der Nähe. Zweimal links und dann rechts, da ist. Hier Bavaria 1113. Wir sind da ganz in der Nähe in der Florianstraße, da fahren wir jetzt einmal hin. Da ist eine der Professionellen verletzt worden. Was fasst denn so langsam? Hab's gleich. So, zwei Pilz. Magst du noch was essen? Patty, willst du noch was? Na, mir ist sowieso schon kotzig. Baby. Man ist sowieso nicht zufrieden mit dir. Und wenn du jetzt noch Ärger wegen Rita machst, dann können wir uns beide gleich aufhängen. Also mach schon. Setz ein anderes Gesicht auf. Und schaff noch was an. Lass dich nicht so gehen, Baby. Wer lässt sich wohl mehr gehen von uns beiden? Und die Sache mit dem General. Stopf's deinen verdammten General sonst wohin. Mir reicht's für heute. Diese gemeinen Hunde, meine Frau so zusammenschlagen. Ruhe. Elendes Zuhälterpack. Woher willst denn du wissen, dass das Zuhälter waren? Ja, und dann gleich mehrere. Weil sie allein zu feige sind, diese windigen Bürscher. Die Frau hat was gesagt von einem General. General? Das kann doch nur ein Hirngespinst sein von dem Mädel. Oder kannst du mir sagen, was ein General auf dem miesen Kasernenstrich zu suchen hat? Hey, ich hab dir was gefragt. Ach so, ja. Vielleicht war die Frau besoffen oder high. Sag mal, was fuchtelst du eigentlich da mit deiner Waffe unter der Nase herum? Das ist nicht meine Waffe, sondern von der Verletzten. Aha, aber genützt hat's ja nix. Ja. Was ist denn das? Na, Chance. Das auch noch. Ich verstehe das nicht, dass Sie das nicht verstehen können. Sie, wenn man Tag und Nacht zusammen ist und dann vorgibt, sich nicht zu kennen, da fehlt mir allerdings jegliches Verständnis. Das war die erste Garnitur. Selbst wenn ich die Rita kennen würde, könnte ich Ihnen auch nicht mehr sagen. Darf ich? Danke. Morgen ist auch noch ein Tag. Ein Bett. Davon träume ich jetzt. Ja? Nein, schon mein eigenes. Ich möchte gern wissen, was dann steht.
wenn es mit einem wie uns eins ins Geschäft kommen. Sie können sich ja mal ein paar Möglichkeiten überlegen. Aber in Ihrer Freizeit. Als Amerikaner sprichst du aber gut Deutsch. Ich hatte früher mal eine sehr gute Lehrerin. Die Übung macht das Lernen leichter. Stimmt's? Patty, willst du was mit mir trinken? Dodo, gib uns einen Drink, bitte. Kein Drink. Kein Interview, Mr. McGrady. Ich will keinen Ärger. Und schon gar nicht, dass Sie was von mir im AFN bringen. Ist besser so. Come on, Patty, erzähl. Sonst gibt's immer nur Gerüchte vom General. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Oh, Patty. No four-letter words, John. Nimm mich, Chadwell. Ich fahre dich nach Haus, Ingrid. Ich will aber noch nicht nach Haus. Ich fahre noch raus zum Chiemsee und schlaf draußen auf der Yacht. Aprilstürme sind für mich das ideale Segelwetter. Sigrid, sagen Sie dem Helmut, dass wir bald aufhören. Ist gut, Schiffe, ja. Wie soll ich dich nennen? Patty? Oder wie früher? In Garmisch. Das Anna-Mehl, die Kellnerin aus dem International Grill, das gibt's nicht mehr. Dafür gibt's jetzt die Patty. Ja. Wir haben dich doch noch klein gekriegt. Was trinkst denn Gutes, Jethro? Vorne sitzt ein guter Typ. Ein Landsmann von dir. Der sagt nicht mal seinen Namen. No name. Ich geh noch mal nach oben. Da warst du doch eben erst. Eben drum. Meine Mutter hat immer gesagt, wer rastet, der rostet. Come on, Jethro. Any problems? No, Ingrid, not at your place. See you. See you. Oh, yeah. I know. That would be wonderful. Bitte, Bert, du musst hier weg sofort. Ich bin froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Aber Carlos hat mir erzählt. Wer ist Carlos? Dieser kaputte Typ da unten. Dein Zuhälter. Aber das ist doch jetzt völlig egal. Er hat mir erzählt, der General hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. 10.000 Mark, wer dich umlegt. Diese Leute unterschätzen mich. Alle sind auf dich angesetzt, Bird. Die ganze Organisation. So leicht kriegen die mich nicht. Letzte Woche erst in Bad Tölz. Da hat es einer versucht. Ich habe ihn fertig gemacht. Ich habe ihm ein Tonband abgenommen. Ein Tonband mit dem Befehl, mich zu töten. Verstehst du denn nicht? Ich habe was. Ich habe was, was den General sehr schaden kann. Ein Beweisstück, seine Stimme. Bist du sicher, dass es seine Stimme ist mit dem Todesurteil? Dieses Tonband ist meine Lebensversicherung. Unsere Lebensversicherung. Leben. Nie wieder verstecken. Alles wird wie früher, Anna-Mill. Nicht Bert. Ich bin Patty. Dann liebst du mich noch. Ich rufe dir ein Taxi.
brauchst du Geld. Geld von Patty? Oder Geld vom Anna Mill? Schon okay. Hey, Mister. Have you got a pencil? Ein Stift. Willst du vielleicht mit mir U-Backen? Junge, ein Stift, das ist nix. Ich schreibe meine Briefe immer auf dem Klo. Gehört eh dem aus. Hörst du? Ich habe das gelesen mit Stockholm. Die liefern einen Deserteur der Armee nicht aus. Bitte, Bert. Ich komme wieder. Bald. Ich hole dich raus aus dem ganzen Dreck. Und dann gehen wir weg. Wohin du willst, verstehst du? Ist gut, mach nur, dass du schnell wegkommst. Wirklich. Up and away, Baby.
Ja, ich habe ihn umgelegt. Bert Baxter, hundertprozentig. Wo ist die Leiche? Die Leiche ist... Und das Tonband? Welches Tonband? Baxter muss ein Tonband bei sich haben, damit er diesen Schwachkopf nicht mal zu Hause aufgenommen hat. Okay, aber dann sind mir die 10.000 sicher. Erst die Leiche und das Band, dann das Geld. Verstanden, Boss. Und was ist, wenn ich das Tonband nicht finde? Dann sorge ich jedenfalls dafür, dass es auch kein anderer finden Ich rufe einen Arzt. No, Doktor. Keine Probleme. Bitte. Jetzt verbluten wollen. Keine Angst, old lady. Gib doch eine Ruhe. Schau, du bringst dich ja selber um. Kommissar, der Kollege steht an der Haustür. Uhrenvergleich. 8:12. Also packen wir's. Was wollen Sie damit sagen? Das war eindeutig Notwehr. Bitte, bitte etwas zurückzureden. Reden Sie doch bitte etwas zurück. Hat eine Chance, Doktor. Moment, Kommissar.
weitergebracht. Ja, Pfarrer ist das ein Doktor. Schwer zu beurteilen. Fragen Sie besser die Unfallchirurgin im Schlafwerk. Dass die Armee sie immer einen Helden spielen müssen. Wieso Armee? Ja, oder ein Tommy. Eine Old Lady, ich hab gesagt, eine Good Lady. Ich sprich nämlich Englisch. Oh, und dann hat er noch was gestammelt von einem General und von einer Patty. Schon wieder dieser General. Also die Hure, ich meine die Frau, die sie heute Nacht so zugekriegt haben, die Rita Moser, hat auch was von einem General gesagt. Richtig, dann haben wir doch nicht zwei, sondern bloß ein Fall am Hals. Gott sei Dank. Also ich tippe auf einen Army. Bei dem General? Nein, in unserem Revolverhelden. Das hier ist eine sechsschüssige amerikanische Armeepistole. Eine Kugel ist noch im Magazin und eine ist drin abgefeuert worden. Da bleiben noch vier, die er woanders abgefeuert hat. Gehört's haben sonst nichts, Frau Mahler? Nein, in unserem Alter, da hört man nicht mehr so gut. In unserem Alter? Ja, da schon, Herr Ludwig. Es ist ja toll, dass du schon da bist. Ich dachte, du bist noch am Chiemsee. Kann ich dir was helfen, Kleines? Ist irgendwas? Ich mag ihn nicht, diesen falschen Pferdeschwanz. Was sein muss, muss sein. Ich suche meine Tasche und überhaupt alles. Ich wollte dich nur fragen, ob die noch bei dir im Lokal ist. Betty, du weißt, dass ich das nicht besonders mag, wenn du deine Sachen bei mir da drin rumliegen lässt. Ich hab sie wirklich drin liegen lassen, stimmt's? Tut mir leid. Ich schau gleich nach und bring sie dir nach oben. Okay, dann geh ich mir so lange ein bisschen Milch einkaufen und Vitaminis. Wir schalten mit uns beiden aus. Halt. Du hast doch bestimmt noch ein bisschen Zeit für mich. Nee, heute nicht. Komm, ich hab massig Zeit für dich. Nee, ehrlich, du. Das ist super. Ich bin ja jeden Tag hier. Ach Mensch, komm, heute hab ich so viel Zeit. Nee, heute hab ich schon was Besseres. Ach na, Mensch, nur heute nichts. Na, gut. Ach komm. Also mach's gut, ne? Okay, ciao. AFN's Lieutenant John McReady talking with Major Esslinger of the Munich MPs. Music continues now on AFN. Frankie Goes to Hollywood. Frankie Goes to Hollywood is the name of the group. The name of the song is Relax. BBC banned this song. Listen to the lyrics, you'll know why. Ja? Ja, ist gut.
Glaub's bloß nicht, Herr Doktor, dass ich mir da keine Gedanken mache. Die Polizei schießt immer gleich, heißt es doch dann. Aber so einer bin ich wirklich nicht, ne? Also wirklich nicht. Aber Herr Kommissar, Sie brauchen sich doch von mir nicht zu rechtfertigen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Doktor. Ich muss mich nur selber beruhigen. Es ist so ein ungutes Gefühl einfach. Ja, bitteschön. Ich bin der Priester aus der amerikanischen Garnison, Housing Area. Ich wurde gerufen. Ja? Hier liegt ein Verwundeter und er kämpft mit dem Tode. Er ist ein Bürger der Vereinigten Staaten und er will die Beichte ablegen. In seiner Muttersprache, Sie verstehen? Sind Sie katholisch? Na, ich verstehe aber trotzdem. Letzte Ölung. Tja, also, wenn Sie sich bitte hier eintragen möchten und legitimieren. Nein, das braucht's ja nicht beim Priester. Nachher stirbt der arme Monodorin ohne Sakramente. Wenn's meinst. Das kannst du nicht machen. Das Beichtgeheimnis, verstehst du es nicht? Sie können ruhig mit ihm reden. Ich werde mich kurz fassen, Herr Doktor. Geradeaus eine Treppe runter. Und verlaufen Sie sich nicht. Herr Dr. Fuchs, bitte in die Ambulanz. Herr Dr. Fuchs, bitte. Der Arzt, die Schwester! Herr Baxter, was ist denn los? PKW der amerikanischen Armee, ein Dienstwagen. Eine genaue Beschreibung kann ich jetzt auch nicht geben. Aber alles, was speziell hier im Krankenhausnähe im Einsatz ist, soll der nach Fahnden mir sofort Meldung machen. Was hat denn der da um? Jetzt wird nicht mehr lang gefackelt. Jetzt schlagen wir die Scheibe ein. Moment noch. Ich frage lieber erst den Lenz. Ehe wir was verbocken. Wart's noch. Hier bei Barrier 1113, was gibt's? Wo stecken Sie? Draußen am Stadtrand, auf einem aufgelassenen Abwrackplatz für PKWs. Gar nicht weit weg vom Häusl von der Frau Mahler. Wir haben hier einen Ami-Wagen entdeckt, einen Chevrolet. Was Besonderes mit dem Wagen? Und ob? In dem Chevy liegt der Mann. Wahrscheinlich ist er bewusstlos. Äußere Verletzungen? Nichts zum Sehen. Obwohl er ausgezogen ist bis auf die Unterwäsche und ja, die schaut mir sehr komisch aus, so schlapprige Unterhosen. Ja, ich verstehe. Sonst noch was? Auf der Brust hängt sowas Rundes. Nicht irgend so ein kleines Amulett. Was Kostbares. Die Kollegen meinten auch. Dass es ein katholischer Priester sein könnte. Genau. Und dann, ich meine, sollen wir den Chevy aufbrechen? Nein, vorerst nichts verändern. Ich bin schon unterwegs. Gehen Sie so lange in Deckung und verhalten sich still. Außer es passiert was Besonderes. Ich bin eh schon in eurer Nähe. Du musst. Mein Gott, melden Sie sich doch. Hallo. Hallo.
15 AF 13. Hier ist gerade ein amerikanisches Militärfahrzeug aufgekreuzt. Und ein Mann in Army-Uniform. Die Ziele aber geradeaus und. Sie sind vorläufig festgenommen. Versuchter Totschlag bzw. Mord, Entführung und Misshandlung eines Priesters. Der Notarzt kommt gleich. Ich habe ihn von unterwegs aus verständigt. Ah, da schau her. Und Drogenmissbrauch. Na? Mit wem haben wir denn da die Ehre? Wir dürfen es wahrscheinlich lange suchen. Solche Typen. Richtig, Gröner. Aber wir haben ja einen Erkennungsdienst im Präsidium. Er ist bewusstlos und wir warten, bis der Notarzt kommt. Oh, falsche Bewegung und... Herr Kommissar, man weiß ja nicht, ob mit dem Kopf was passiert ist. Dann machen wir was falsch und... Was haben Sie gemacht mit ihm? Ist schon gut, Sie müssen nichts sagen. Wann kommt denn der Notarzt, verdammte? Der Mann kann einen Schädelbasisbruch haben. Sie, der Mann kann tot sein, bis der Arzt kommt. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ein Fixer, klar. Faltermeier, schaut euch ein bisschen in der Gegend um. Selbstverständlich, Herr Kriminalrat, habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er vom Gesetz her einen Anspruch auf einen Anwalt hat. Er hat aber keinen Wollen. Er hat sich nur beharrlich ausgeschwiegen. Er hat einfach den Mund nicht aufgemacht. Seltsam. Ja, und keinerlei Hinweise auf seine Identität. Danke. Ich meine, BKA, Computer, Fahndungsverzeichnis, etc., etc. Nix, kein Pass, keine Papiere. Weder bei dem Süchtigen noch bei dem Mann im Krankenhaus mit dem Bauchschuss. Zwei Unbekannte. Mhm. Ich hoffe ein bisschen auf Sie, Kollege Lerchenfeld. Dieser falsche Militärpriester ist eindeutig drogensüchtig, also harte Drogen. Trotzdem muss ich Sie enttäuschen, Kollege Lenz. Die betreffende Person ist auch bei uns im LKA, im Rauschgiftdezernat, ein völlig unbeschriebenes Blatt. Nichts, rein gar nichts. Wo kann man da ansetzen? Herr Lenz, haben Sie eine Idee? Eine Idee soll ich schon wieder haben. Ich habe aber keine. Aber zum Glück hat der Brettschneider eine. Ja? Ja, also, Herr Kriminalrat, ich habe mir gedacht, so wie dieser amerikanische Militärgeistliche gekidnappt worden ist, sozusagen als... Als taktische Voraussetzung für den Mordanschlag im Krankenhaus. Ist das ein Fall, der eindeutig mit den Amis und mit der Mikrokaserne zu tun hat? Ja, da wird immerhin ein Ami von einem amerikanischen Armeegeistlichen, wenn auch einem Verkleideten, beinahe umgebracht. Nicht? Deswegen sollten wir uns mit der amerikanischen Militärpolizei in Verbindung setzen. Moment. Schubert? Faltermeier? Ja, der ist da. Moment, für Sie. Danke, ja. Wo? Ziegelei? Ein Schusswechsel? Ja, Einschusslöcher im Boden und in der Wand und so eine Art Feldlager mit einem Army-Schlafsack.
Gut, da warten wir, bis die Spurensicherung da ist. In Ordnung, Herr Kommissar. Wir warten noch, gell? Da sind sie. Ja, wahrscheinlich von hier. Die von der Spurensicherung, St. Kletto. Ganz schön einsam hier draußen. Ein ideales Versteck für jemanden. Ist ja ein imposantes Gelände hier. Ja, ein großes Gelände für relativ wenig Leute. In den letzten Jahren sind viele abgezogen worden. Das hat aber was von einem Ghetto, Mr. Eslinger. Ja, Ghetto? Tatsache ist, dass die US-Garnisonen in Deutschland wie Inseln sind. Hermetisch abgeschlossen und von einer Art Niemandsland umgeben, für das sich die amerikanischen Behörden genauso wenig zuständig fühlen wie die Deutschen. Und deshalb ist dieses Niemandsland natürlich ein ideales Gebiet für Verbrechen. Richtig, Verbrechen, die wir vielleicht durch eine gemeinsame Zusammenarbeit bekämpfen sollten. Well, es wäre ganz bestimmt nicht so schnell gegangen, wenn dieser Mann im Krankenhaus nicht ehemaliger Army-Angehöriger gewesen wäre. Bert Baxter, ein Soldat. Und Strafgefangener auf der Flucht. Baxter war als Berufssoldat in Garmisch-Partenkirchen stationiert, im Rang eines Unteroffiziers. Vor anderthalb Jahren hatte er vor versammelter Mannschaft einen mächtigen Streit mit seinem Vorgesetzten. Er hat ihn fast hart tot geschlagen. Bert Baxter, ein Soldat, wie nach einem ehemaligen. Jetzt wird mir schon einiges klarer. Wollen Sie dabei auf was Bestimmtes hinaus? Wir beschäftigen hier auch eine ganze Menge deutscher Zivilangestellter. Seltsam, diese Prostituierte und auch Baxter haben was von einem General gesagt. Englisch ist eine internationale Sprache. Naja, Sie wissen schon, was ich meine mit dem General. Do you hear that? Yes, sir. Wäre das alles nicht ein bisschen zu einfach, Herr Kommissar? Kommt ein Army-Angehöriger auf rätselhafte Weise ums Leben? Gibt es eine deutsche Prostituierte, die misshandelt wird? Gibt es Rauschgift in unseren Kasernen? Dann heißt es sofort, der General steckt dahinter. Dabei gibt es keinen einzigen Beweis für seine Existenz. Gut, sagen wir mal, ich meine, Großgangster, welcher Staatsangehörigkeit auch immer. Es könnte also auch ein Landsmann von Ihnen sein, ein Deutscher zum Beispiel. Übrigens gibt es keinerlei Angaben über den zweiten Mann. Ja, das ist erstaunlich. Ich habe gedacht, dass er auch zur Armee gehört, dieser Fixer. Wie hätte er sonst Ihren Army-Priester in die Falle locken können? Die Army, wissen Sie, ist nicht allein die... Wissen Sie, also jetzt bin ich eigentlich mit meiner Mission schon am Ende, Mr. Eslinger. Das war ja dann ein kurzes Gespräch, Herr Kommissar. Mit der Hoffnung auf eine lange Zusammenarbeit. Fliegender Wechsler! Weißt du, wie man denkt? Bert Baxter heißt er und war früher bei der Army. Was machst du eigentlich da? Ja, weißt du, wie man denkt? Wenn ich schon mal da heraus bin, setz gleich deine Milieustudien fort. Mhm. Ist ja gleich in der Nähe. Die Kehrseite vom Army und Kasernenmilieu. Was heißt das? What's up? Weißt du, was das für eine Waffe ist, Lenz? Moment, ich mach kurz das Licht. Die von der gewerbsmäßigen, von dieser Ritter Moser? Daneben. Ich geb dir aber einen Tipp. Die Kugel, die sie in dem Bau von dem Army, dem Baxter, sagst, gefunden haben, ist mit dieser Waffe abgefeuert worden. Und der Faltermeier hat es im Handschuhfach von dem Chevrolet gefunden. Mit der kaputte Fixer vom Schrottplatz versucht hat, den Ami umzulegen. Richtig. Und du weißt, wie mehr ist der Schäbigkeit? Das wirst du mir jetzt bestimmt gleich sagen. Hat er den Wagen gestohlen? Keine Ahnung. Frag beim Fahrzeug heute nach. Da sind wir schon. Altbachstraße 6, erster Stock. Ich warte auf dich. Sie suchen Sie was? Ja, von Buchner. Patty. Die ist zwei Ecken weiter in der Florianstraße auf Kundenfang. Ein heißes Mädchen. Aha. Seltsam. Patty, das habe ich da schon mal gehört. Ja, die alte Freundin, die Maler, hat das immer gesagt. Und der Ami, der... Baxter? Ja, der hat auch immer Patty gesagt. Weißt du was? Ja? Jetzt gehen wir in die Florianstraße. Wieso gehen? Warum fahren wir denn nicht? Nein, nein, wir gehen. Gehen? Ja, das heißt ja auch Gedankengang und nicht Gedankenfahrt. Ah, oh, dümmerer Spruch ist dir wohl nicht eingefallen. Oder willst du auf mein Niveau Rücksicht nehmen? Hä? Nein, nein, ich bin schon so dumm.
Ja, was für eine ist denn jetzt? Tja, wir können uns ja ausrufen lassen. Ne? Du, ich habe jetzt keinen Sinn für deine Witze. Du schießt halt überhaupt keinen Spaß. Also jetzt pass auf. Du gehst dann unter und ich gehe in die Richtung. Also gehen wir. Also gehen wir. Gut. Like the rain holds forever. Kostet dann 100 oder mehr. Naja, das wird schon noch drin sein. Leg die Scheine da drüben auf die Kommode, junger Mann. Ich mache immer so ein bisschen, bis ich in Fahrt komme, gell? Schau her, ich hab da was, was dich ganz schön in Fahrt bringt. Ich nehme das auch immer, wenn ich gut drauf sein will. Schöner weißer Schnee, ganz clean. Ein Hunderter, weil du es bist. Meine Kunden sollen sich wohlfühlen. Nein, nein, den Trick kenne ich schon. Du willst mir den Trip da als sauberen Koks andrehen. In Wirklichkeit ist er mit Heroin versetzt. Und so kann man jemand abhängig machen, oder? Na, so ein Schmarrn. Wer bist denn du eigentlich, hm? Du dealst wohl selber, stimmt's? Ich habe keine Kontakte. Jetzt mach eine Fliege. Ein Freund von mir hat mir aber gesagt, du arbeitest für den General. Also musst du auch Kontakt zu ihm haben. Mein Freund ist ein kompletter Vollidiot. Hau ab. Piss auf! Hau ab, Mann! Polizei. Anna-Maria Buchner. Ist das Ihre Waffe? Von wem haben Sie denn die? Irgend so ein Typ. Gelegenheitskauf. In meinem Job kann man sowas verdammt gut gebrauchen. Die Frage nach dem Waffenschein, die erübrigt sich ja dann wohl. Sie kennen ihn also? Ja, es ist Carlos. Seine Fingerabdrücke sind auf dieser Pistole. Und damit wurde ein Mordanschlag verübt. Und er fuhr ihren Chevrolet, als wir ihn nach einem zweiten Mordversuch auf dieselbe Person festgenommen haben. Mordversuch? An wem? An einem ehemaligen Angehörigen der amerikanischen Armee namens Bert Baxter. Zuerst ein Bauchschuss und dann hat er nochmal versucht, ihn im Krankenhaus umzubringen. Wer ist dieser Carlos? Und vor allem, was haben Sie mit ihm zu tun? Wissen Sie, Frau Buchner, ich bin nicht direkt ein Unmensch. Ich würde Ihnen gerne ersparen, den Rest der Nacht in einer ungemütlichen Zelle zu verbringen. Also kommen Sie morgen Vormittag zu mir ins Büro.
Es wäre ganz gut, wenn Sie einen Zeugen für Ihr Alibi beibringen könnten. Da ich solche Aussagen leider nicht erstattet kriege, nehme ich das Geld am besten wieder mit. Also, Frau Kufner. Bis morgen dann. Tut mir leid, es ist kein Bert Baxter aufgenommen worden. Oder irgendjemand, der mit einem Bauchschuss frisch eingeliefert wurde. Das hätten Sie auch telefonisch erfahren können. So eine Auskunft geben wir alle mal. Ich wollte ja auch nur. Vielleicht wenden Sie sich mal an die Polizei. Nein, nein, ist schon gut. Vielen Dank. Klinikum rechts der Isar, guten Abend. Nein? Nein, da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Nein? Bitte sehr. Patty, was machst du denn hier? Ich hab doch gesehen, wie schlecht du drauf bist. Schau dich doch mal an. Ich bin so durcheinander. Die Polizei war heute bei mir. Carlos hat jemanden beinahe umgebracht. Und was ist mit Carlos? Ich muss morgen früh aufs Präsidium. Es geht um Zeugen und so. Und ich hab niemanden. Jetzt reg dich nicht auf. Wir fahren morgen gemeinsam aufs Präsidium, okay? Mach dir keine Sorgen. Ich fahr hinter dir her. So Krankenhäuser können einen ganz krank machen. Vor allem diese Deutschen. Nach so vielen Jahren in Deutschland solltest du dich langsam dran gewöhnt haben. Haben Sie das dem Lenz schon gesagt? Verstehen Sie denn nicht, die Ziegelei ist unser Tatort. Und wenn da gezündelt worden ist, ist es äußerst wichtig. Also sagen Sie, wie weit das Feuer gebrannt hat. Ja, sofort. Also gut, zurück zu Ihnen, Frau Estner. Sie haben also gesehen, wie dieser Herr Karl Bernhard von Fiedler. Bernhard von Fiedler. Ja. Ich habe gesehen, wie der Herr von Fiedler, also der Carlos, gestern Nacht Pettys Handtasche mit Pettys Waffe an sich genommen hat. Und als ich dann kurz vor 5 einem letzten Gast aufgesperrt habe, ist derselbe Herr von Fiedler mit Fräulein Buchners Chevrolet weggefahren. Das hört sich ja alles sehr überzeugend an. Fast zu. Warum? Ich hatte nichts. Ich hatte nichts mehr. Warum? Ach, kein Quatsch. Schaffen Sie diesen Mann weg. Hoffentlich verreckt er im Knast. Frau Esther. Mensch, Betty, reiß dich doch zusammen. So wird's doch nur noch schlimmer. Ja, Ingrid. Tut mir leid. Ritschneider, du kannst jetzt weiter die Aussagen von Frau Esther aufnehmen. Bitte schön. Bitte. Und nun zu Ihnen, Frau Buchner. Ich bin bereit, diesen peinlichen Vorfall zu vergessen. Wenn Sie mir noch ein bisschen mehr über Herrn von Fiedler bzw. Ihren Carlos erzählen. Was denn noch? Na, mich würde schon noch interessieren, ob und welche Beziehungen zwischen dem Täter und dem Opfer bestehen. Also gehen wir ins Krankenhaus einen gewissen Bert Baxter besuchen. Irgendwie eine interessante Frau. Die Ingrid? Ja, ja. Hm. Weil sie Ihnen gestern Ihren Wagen geliehen hat und vorhin keine Mühe gescheut hat, ihr Alibi hundertprozentig zu machen. Vielleicht versucht's doch noch, den John McGrady zu erwischen. Den vom AFN, den Reporter. Ja, irgend so was Besonderes ist der da und hat tolle Beziehungen zur Army. Das versteht sich. Der managt das immer, dass die Ingrid mit Fallschirm springen darf, wenn die so eine Übung machen. Dann flitzen sie nach Hamburg und sie fliegt mit den Soldiers los. Und wenn sie in Grafenwöhr oder so gelandet sind, dann ist der John schon da und bringt sie wieder heim.
So einen Freund müsste man auch haben, der mal voll für einen da ist und aufpasst und höflich und zärtlich. Bis der Carlos mal war. Früher, als er noch Herr von Fiedler war und bevor er das Heroin kaputt gemacht hat. Da kannte ich ihn ja noch gar nicht. Und hätte er sich auch sicher nicht mit sowas wie mit mir abgegeben. Vielleicht haben Sie da einen anderen gekannt. Nun, Freund Buchner, kennen Sie diesen Mann? War Bert Baxter Ihr Freund, der Mann, der immer für Sie da war? Ich könnte mir das jedenfalls sehr gut vorstellen. Bis er ins Militärgefängnis kam und so den Weg für Carlos freimachte. Leider ist er jetzt plötzlich wieder aufgetaucht und das hat dem Carlos überhaupt nicht gefallen. Vielleicht auch Ihnen nicht. Nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Es müssen aber verdammt schwerwiegende gewesen sein. Warum sonst hat er gleich zweimal versucht, diesen Mann hier umzubringen? Womöglich sogar in Ihrem Auftrag. Sir! Wie können Sie sowas sagen? Diese Art, Herr Kommissar, kann ich nicht zulassen. Sie sind in einem Krankenzimmer. Können Sie nicht Ihre Befragung woanders fortsetzen? Ja, es tut mir leid. Kann ich jetzt gehen? Das sollten Sie ohne dies alle. Bitte. Herr Doktor, ich brauche noch 5 Minuten. Sagen wir 3. Maximal. Herr Faltermeier, da haben Sie einen Autoschlüssel, sind so lieb und kümmern sich um Frau Buchner. Gerne. Kommen Sie. Ich bringe Sie heim. Mr. Baxter, warum wollte Sie diese Carlos unbedingt erledigen? Na schön, das große Schweigen. Machen Sie mir weiter so. Ich kann diese Klinik ja nicht in eine Festung verwandeln. Sie sind in Gefahr, verstehen Sie denn nicht? Nach Carlos kommt vielleicht ein Profikiller, ein Spezialist. Was wollen die von Ihnen? Sie haben was von einem General gesagt, in dem Haus da, wo Sie zusammengebrochen sind. Was wissen Sie über diese Organisation? Was haben Sie in der Hand und wo haben Sie es? Glauben Sie, ich trage es mit mir rum? Also, wo ist es versteckt? Wonach hat man in der Ziegelei gesucht, da wo wir Ihren Schlafsack gefunden haben? Und was wollte man da draußen vernichten, als man einen Teil der Ziegelei niedergebrannt hat? Was heißt denn einen Teil niedergebrannt? Ja, das heißt, Sie haben dort was versteckt. Meine Big Chance. Etwas, was den General entlarvt. Und Sie wollen das alleine, Sie ganz alleine bereinigen. Wait and see, Mr. Lance. Gut. Warten und sehen wir, Mr. Baxter. Bedanken Sie sich beim Chef. Denn so fürsorglich sind wir nicht immer. Dann sage ich artig Danke. Irgendwas muss ja an Ihnen dran sein. Vielleicht sind es auch nur Ihre Grübchen. Vielleicht. Hat doch alles prima geklappt. Wo warst du denn so lange? Schwabinger Krankenhaus. Dass wir darauf nicht gleich gekommen sind. Na, und? Dort geht's besser. Gott sei Dank. Der wird schon durchkommen. Ich hoffe es wenigstens. Du kommst jetzt noch ein bisschen mit mir rein. Du, kann ich noch mal deinen Wagen haben? Sicher, Kleines. Wie geht's dir denn? Und Typen wie Carlos sind austauschbar. Das habe ich jetzt von meiner Gutmütigkeit, aber geschieht mir gerade recht. Das tut mir leid, aber... Ja, in der Zeit hätte ich leicht zu Fuß nach Stadelheim gehen können. Na gut. Hauptsache, Sie haben die Buchner gut abgesetzt. Also los, fahren's zu. Stadelheim, wir müssen zu dem Carlos. Ich frage mich, was so eine Frau mit einer wie der Patty anfängt. Welche Frau mit wem? Ja, die Patty mit der, die die Zeugin heute gemacht hat. Die sind miteinander befreundet. Ich meine, so echt befreundet. Also, fahren wir jetzt oder fahren wir nicht? Oder wie? Ja.
Seems like the rain falls forever. Du, ich schwör's dir. Irgendwann hab ich auch so ein Wohnmobil. Und dahin. Was? Ja. So ein Wohnwagen. Eisschrank, Klappcouch und so. Da würden sich auch meine Jungs viel besser fühlen. Ja, ja, Gina. Verstehst du? Da hätte man viel mehr Platz. Weißt du, das ist ein Scheißwetter. Wieder shiften. Wir könnten uns ein bisschen ungestört unterhalten. Du weißt doch mehr über die Organisation, oder? Und nochmal, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich keine Lust habe, mich von Ihnen ausquetschen zu lassen? Kannst du es dir leisten, so mit mir zu reden? Könntest in Schwierigkeiten kommen, ich jetzt ohne Carlos? Ich habe nichts zu verlieren. Mit meinem Kunden komme ich allemal zurecht. Jetzt, wo dein Beschützer nicht mehr da ist? Wie willst du allein zurechtkommen? Und woher willst du wissen, dass nicht offen zu deinem Kunden Leute vom General sind? Hast du dir das schon mal überlegt, Patty? Grady. Die Patty wird das nächste Mal reden. Ja, das muss ich schon in Kauf nehmen. Aber dafür ist es Originalton. Sie brauchen doch nun wirklich keinen Quickie, oder? Schon gut, Patty. Ich dachte, wir könnten uns ein bisschen ungestört unterhalten. Du weißt doch mehr über die Organisation, oder? Mal, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich keine Lust habe, mich von Ihnen ausquetschen zu lassen? Kannst du es dir leisten, so mit mir zu reden? Könntest in Schwierigkeiten kommen, jetzt ohne Carlos? Ich habe nichts zu verlieren. Mit meinen Kunden komme ich allemal zurecht. Jetzt, wo dein Beschützer nicht mehr da ist? Ich bedauere, dass Sie warten mussten, Herr Hauptkommissar. Aber da ist leider etwas passiert, dieser von Fiedler. Kartenzahl rechts! Was ist, Frau Doktor? Tot? Ich habe gerade. Schauen Sie sich das an, den Einstich. Ja, aber wieso? Wodurch? Das werden die in der Gerichtsmedizinischen schon feststellen, Herr Kommissar. Herr Faltermeier, bitte kümmern Sie sich drum. Spätestens morgen früh will ich den Befund auf meinem Schreibtisch haben. Ich klemme mich dahinter. Was werden Sie jetzt machen? Tja. Wenn ich das wüsste.
Hexatier. Was? Wie heißt das? Damit war das Heroin versetzt. Da hat sich dieser Carlos den Schuss gesetzt. Ein absolut tödliches Zeug. Ja, und wie ist er an das Heroin gekommen und wer hat es ihm beschafft? Ja, und wie hat er es reingeschafft? Fragt's mich nicht. Doch, genau das fragen wir dich jetzt. Wie wär's denn mit dem kleinen Luder? Was? Die Patty? Und dann diese Gegenüberstellung gestern. War doch eine ideale Situation. Da hat sie dem Suchbuben den Kassierer leicht unterjubeln können. Du meinst, der ganze Streit, ihr Wutausbruch, das war alles bloß Theater, alles extra inszeniert? Und dann das Mehl. Weizenmehl. Handelstype 405. Einen feinen Koks hast du deiner Patty abgestaubt. Die Kokainsüchtige. Alles nur Theater. So, so. Und warum das Ganze, wenn man fragen darf? Vielleicht, weil sie von einer anderen Seite ihre Existenz ablenken will. Das arme, vom Leben gebeutelte und vom Rauschgift abhängige Kasernennütchen. Die andere, die Zeugin, diese Ingrid Elstner, die hatte genauso Körperkontakt mit dem Carlos. Außerdem, hier, Herr Lenz, die Dokumentation, die Sie mir in Auftrag gegeben hatten. Die ist aber schwer. Alles, was sich an Kapitalverbrechen in Städten mit amerikanischen Garnisonen auftreiben ließ. BKA, LKA und so weiter. Schaut mir ganz nach einer bundesweiten, womöglich internationalen Organisation aus. German American Friendship. Wie? Ja, das sind Leute von der Army, die mit unseren Leuten zusammenarbeiten. Ja, das hat was vom Aufbau und System eines Konzerns mit Filialen von Bremerhaven bis Garmisch, von Bitburg bis zur Zonengrenze. Und wie diese dreckigen Geschäfte laufen, muss an der Konzernspitze jemand stehen, der alles im großen Stil steuert, dessen Intelligenzquotient weit über dem von dieser kleinen Patty liegt. Patty? Wer ist diese Patty? Ich weiß nicht, gescheiter Ludwig, du würdest dich mal selber fragen, was du willst. Ein General oder die Patty überführen? Beides, Bridgestelter, beides. Verstehst? Aha. Entschuldigen Sie, dass ich noch im Bett liege. Aber ich habe bis vor um fünf gearbeitet. Die Spurensicherung hat Ihren Wagen freigegeben. Er steht da unten. Danke. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum ich da bin. Beim Buchnehmen muss ich Ihnen leider sagen, Ihr Carlos ist tot. Alle Schmetterlinge haben mal ausgeflattert. Er wurde umgebracht. Durch gepanschtes Heroin mit einem todsicheren Teufelszeug versetzt. Und Sie? Ja? Nach unseren Ermittlungen sind Sie dringend verdächtig, Herr von Fiedler, das Giftzeug zugespielt zu haben. Nämlich, als Sie ihn in meinem Büro tätlich angegriffen haben. Allerdings hatte auch Ihre Freundin kurz Körperkontakt mit dem Opfer. Der Hauptverdacht lastet aber eindeutig auf Ihnen. Sie müssen mit einem Haftbefehl wegen Mordes rechnen, über kurz oder lang. Aber warum soll ich Carlos denn umgebracht haben? Na, weil er vielleicht ausgesagt hätte, dass er die beiden Mordversuche in Ihrem Auftrag unternommen hat, die beiden Mordversuche an Bert Baxter. Das heißt, ich hätte Bert umbringen wollen? Den Mann, der die ganzen Jahre für mich gesorgt, der mich vor der Organisation beschützt hat? Damals in Garmisch. Der Lieutenant, den Bert niedergeschlagen hat. Das war einer von der Organisation. Er wollte Bert zwingen, dass er und ich für ihn arbeiten. Dealen. Die Boys auf dem Strich anreißen und an die Nadel bringen. Aber Bert hat sich geweigert. Und dann hat ihn der Lieutenant schikaniert. Und das Militärgericht, das hat ihm die Geschichte natürlich nicht abgekauft. Er hatte ja keine Beweise. Diesem Lieutenant-Schwein haben sie geglaubt. Und Bert verdonnert. Straflager in den Staaten. Und so jemand soll ich killen lassen? Nun, damals waren Sie gegen die Organisation, aber heute sieht es so aus, als ob Sie für die Organisation arbeiten würden. Carlos hat es offensichtlich getan und Sie waren mit ihm zusammen. Oder sehe ich da was falsch? Wir sehen uns wieder, Frau Buchner. Ihre Hauptkundschaft sind aber doch Amerikaner. In etwa. Geschäftsleute, Army-Leute. GIs? Weniger. Mehr mittlere Ränge. Colonels, Lieutenants. Also auch Offiziere?
auch? Auch Generäle? Ich meine, der General. Kommen Sie mir bloß nicht mit diesem Blödsinn. Den haben sich die Zuhälter vom Amistrich ausgedacht, um besser absahnen zu können. Der General ist also bloß eine Erfindung, ein Phantom. Die Karte hat noch Zeit. Vielleicht ist das Ganze auch nur ein Ablenkungsmanöver für die Polizei. Wenn Sie mich fragen, den großen Boss gibt's nicht. Zeit ist Geld, Herr Kommissar. Wissen Sie, Zeit ist alles. Ja, ich verstehe schon. Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Auf Wiedersehen, Frau Elstner. Hübschams ist trotzdem hier. Ja, hier Bavaria 1113. Ziehen Sie jetzt die Wachbeamten ab, damit sie freien Zugang hat. Ja? Ja, heute in angemessener Entfernung. Ja? Ja. Ich habe ganz einfach Angst um dich. Begreifst du denn nicht? Carlos wollte dich umlegen. Aber doch nicht wegen des Turmbands. Der wollte nur sein Kopfgeld. Aber für ihn rückt ein anderer nach aus der Organisation. Die finden das Band. Unsere Beweise. Weil sie sicher längst wissen, wo sie suchen müssen. Du musst mir das Versteck sagen, Bert. Damit ich alles in Sicherheit bringen kann. Bert, noch kann ich was machen. Nur verstehst du denn nicht, die wollen mir den Mord an Carlos anhängen. Und dann kann dieser dämliche Kommissar mich jederzeit aus dem Verkehr ziehen. Und der General hat freie Bahn. Bitte. Bitte, Bert. Sag's mir. Glaub mir. Ich kann es dir nicht sagen. Sie war bei Ihnen und Sie haben mir das Versteck genannt. Sie fantasieren, Mr. Lance. Ich habe mich fast ein Jahr lang wie ein Outcast im Untergrund gelebt und Material gegen diesen General gesammelt und seine Bande. Der General hat mich kaputt gemacht. Mr. Lance, spielen Sie Schach? Jetzt bin ich am Zuge. Schauen Sie, Mr. Baxter, ich kann Ihnen auf der Stelle ein Verfahren wegen Unterschlagung höchst wichtiger Beweismittel an den Hals hängen. Übrigens habe ich den Chef der MP gebeten, hier vorbeizuschauen. Vielleicht haben Sie ihm was zu erzählen.
kann er mich nicht erpressen. Bert, Sie haben nur eine echte Chance mit uns. Sagen Sie uns das Versteck von dem Material, damit wir diese verdammte Gang sprengen. Das kann keiner im Alleingang machen. Und schon gar nicht eine Annemiel Buchner. Die Patty könnte sie ja auch gelingt. Nein, nicht Patty. Was macht Sie so sicher, Mann? Seit Sie aus Ihrem Leben verschwunden sind, arbeitet diese Frau für die Organisation. Und hat vielleicht einen direkten Draht zum General und holt sich jetzt im Alleingang die Rosinen aus Ihrem Kuchen. Oder? Ja, oder sie versucht, naiv wie sie ist, für Sie, Bert, das Material zu retten und läuft dabei der Organisation direkt in die Hände. Den Killern direkt vor den Colt. Baxter, sehen Sie denn nicht, dass Sie gar keine andere Möglichkeit haben? Sie müssen es uns sagen. Das ist ganz schön riskant, was du da machst, Patty. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Es ist doch wegen Bird. Der Beweis, dass es den General gibt. Was für ein Beweis? Das da? Die Kassette? Mit der Stimme vom General, dass Bird umgelegt werden soll. Und woher wirst du wissen, ob da wirklich die Stimme vom General drauf ist? Ich weiß es doch von Bird. Denn diese Kassette wird den General entlarven. Sie haben sich doch immer so dafür interessiert, Mr. McGrady. Ja, lass mal hören, Patty. Nein. Nein. Was willst du denn mit dem Band machen? Du musst es doch irgendwie in Sicherheit bringen. Ja, zu Bert ins Krankenhaus. Das ist schon mal schiefgegangen. Also gib's mir. Ich heb's erstmal für dich auf. Willst du eigentlich nicht wissen, was du da aus der Hand gibst? Wenn was mit dem Band passiert, dann musst du doch wissen, was drauf war. John hat recht. Ist unverzüglich. Was ist denn das? Wieso hört man denn nichts? Mr. McGrady, was machen Sie mit der Kassette? Wieso seid ihr eigentlich hier? Kleines. Niemand konnte wissen, dass ich hier bin. Aber das ist doch Kassette. Das Beweisstück, deswegen seid ihr hier. Ihr habt was in dem Band gemacht. Die Stimme auf dem Band, das ist deine, Ingrid. Kleines, eine Stimme. Ja, mit einer Stimme kann man viel machen. Besonders in einem Studio. Ihr beide zusammen also. Und Carlos? Das gepanschte Heroin? Was willst du beweisen? Für die Polizei bist du nur eine kleine Hure. Aber ich bin jemand. Eine seriöse Geschäftsfrau. Was John angeht, er hat den besten Ruf als unbestechlicher Reporter beim AFN. Tja, Patty. Das Band ist zwar gelöscht, aber du bist ein Zeuge. Nicht unbedingt für die Polizei. Aber für die da oben in Frankfurt. Und wie stellst du dir das vor?
endlich die Augen schließen, dass du mich abknallen kannst? Oder kannst du mich dabei anschauen, Ingrid? The Fearful General. Ein großes Risiko für die Organisation ist unverzüglich auszuschalten. 10.000 Mark für seine Leiche. Ja, wir waren ein bisschen früher dran als Sie. Und das, was Sie da gelöscht haben, das war nur eine Kopie. Und vielleicht sind Sie jetzt der General. Vielleicht ist Fräulein General zutreffend. Der Dame stationiert, jetzt auf der Flucht. Größe 1,86, Gewicht 75 Kilo. Nur, meine Herren, Haarfarbe mittelbraun, ich bin nicht Ihr gespenstischer General. Und die Stimme auf dem Tonband? Ich habe nur eine anonyme Order von oben weitergegeben. Anonym? Als wenn Sie nicht wüssten, wie sowas läuft. Per Courier und Code. Um 1000 Ecken rum. Den Kopf der Organisation kriegen Sie eh nicht. Es sei denn, Sie sagen uns, wer es ist. Ich weiß es ebenso wenig. Sonst wäre sicher schon längst mal mein Fallschirm nicht aufgegangen. Oder ich lege jetzt mit meiner Yacht auf den Grund des Chiemsees. Die Organisation erledigt sowas unauffällig. Für meine Sicherheit sind Sie jetzt zuständig. Hoffentlich gelingt mir wenigstens das.